Leon Löwenkot begeistert, irritiert und polarisiert. He's one of the most successful German painters under 30. Marketingprodukt oder Malereigen. Er arbeitet parallel an mehreren Werken. Seine Kunst wird geliebt von vielen. In der internationalen Kunstszene schon als Star gefeiert. Ich habe immer an meinen Träumen festgehalten und habe versucht, sie in die Realität umzusetzen. Wie Leon es schafft, mit diesen Farbfeldern, die er hinterlegt, ein Porträt des gegenwärtigen Menschen zu machen, muss ich schon sagen, hat jetzt auch ein Stück weit mein Leben verändert. Er hat seine eigene Handschrift und die ist einfach so authentisch. Das macht mich stolz, dass meinem Werk diese Ehre erwiesen wurde, wo auch hier diese Retrospektive gezeigt wurde, was alles in den ganzen Jahren entstanden ist, auch meine Entwicklung, die man hier sehen kann. Die Kunst ist dafür da, um alle Menschen zu erreichen. In seiner neuen Serie Hope möchte der 25-Jährige den Menschen in diesen unsicheren Zeiten Hoffnung geben. Die Kunst ist mein Lebenselixier, das ist meine Leidenschaft, meine Passion, da wo mein Herz aufgeht. Ich freue mich sehr, so eine Ausstellung in diesem Rahmen habe ich vorher noch nie gemacht. Und umso schöner finde ich, dass der Künstler mit der Hope-Serie den Leuten auch wieder ein bisschen Zuversicht, ein bisschen Hoffnung wiederbringen kann. Ich glaube, Hope ist etwas, was wir jeden Tag in uns tragen müssen. Und dazu diese kraftvoll farbigen Gemälde von Leon Löwenkot, perfektes Spiel. Mit Kunst in anderen Welten zu schaffen. Und die Kunst von Leon ist die erste Kunst, wo ich sage, dass sie mich auch als junger Mensch komplett anspricht. Die Kunst hat wirklich die Kraft und Kunst hat die Macht, das zu erreichen. Ich bin wirklich sehr ergriffen, wie viele Leute tatsächlich heute Abend da sind. Beeindruckend. Sympathisch, darin kann ich was erkennen. Wir sind ganz begeistert, was er für einen Weg gemacht hat. Mit ganz neuen Arbeiten. Wir können nach wenigen Stunden schon feststellen, dass auch hier ein sehr großes Interesse an seinen Arbeiten besteht. Die Ausstrahlung der Bilder und das hat uns bewegt, auch eins zu kaufen. Aber auch schon jetzt ist ja eigentlich der Stand schon ziemlich froh mit seiner Fangemeinde oder interessierten Kunstliebhabern. Sie bewegen uns auf einer ganz viszeralen Ebene. Es gibt einen körperlichen Effekt auf uns. Denn dafür ist er ja da, meine Damen und Herren, Leon Löwenkot. Mir gefällt besonders gut die Expressivität. Die Bilder sind ausdrucksstark. Nach wirklich tollen, großartigen Erfolgen, nach der Art Toronto und auch nach der Art Miami, jetzt hier in der Hauptgalerie in Wiesbaden. Willkommen. Vivid Delight, positive Energie, sprudelnde Energie, so wie man es von Leon kennt. Leon, schön, dass du da bist. Das ist die erste Kunst, mit der ich tatsächlich irgendwie was anfangen kann, ja, die irgendwie was in mir macht, die mich abholt und die einfach begeistert und einen in den Bann zieht. Eintauchen in die Positivität. Positive Energie schöpfen und mit dieser positiven Energie raus ins Leben gehen. Und wir sind froh, Teil davon zu sein. Seine Gemälde werden als abstrakt expressiv bezeichnet. And famously willing to chart new ground. Machen Sie sich am besten Ihr eigenes Bild.